Ja, moin, moin zu einer weiteren Folge hier im Leitstellenspiel. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß, ich bin einen Monat zu spät, aber ich habe jetzt erst irgendwie mitgekriegt, dass das Ganze hier verkauft wurde. Ja, das Spiel ist nicht mehr im Besitz von Sebastian. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, weil mir ist es, ich meine, wir hatten vorher schon Probleme. Ja, ich meine jetzt mal allen Ernstes, mit diesem Spiel hier kannst du keinen Gewinn machen. Ich verstehe eigentlich nicht, wie man in so ein Spiel rein investiert. Außer jetzt der Entwickler selbst. Kann es nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Werden wir auch definitiv das Thema nochmal ankratzen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich auch so noch ein bisschen was zu sagen. Ja, jedenfalls. Erstmal kurz ein Überblick. Ich habe die THW-Schule gebaut, die habe ich nach Hoya gesetzt. Können wir mal ein bisschen scrollen hier unten. Läuft natürlich auch gleich der entsprechende Lehrgang bezüglich. Ja, bezüglich der Fachgruppe Räumen. Ja, ansonsten, ich hätte ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr gemacht, muss ich zugeben, aber der Server lässt mich nicht. Nö. Ständig, also entweder hast du Serverfehler, Server nicht gefunden, oder Server reagiert nicht irgendwo, der Server antwortet nicht, wie auch immer, ihr kennt. Teilweise werden Krankenhäuser nicht gefunden, da heißt es dann, ja, du hast noch keine Krankenhäuser gebaut oder du besitzt noch keine, irgendwie sowas heißt das. Ja, das geht das ganze Wochenende so. Das geht wirklich. Freitagabend gab es einen Cut. Also nicht nur gefühlt, das war definitiv, das war wirklich ein Cut. Die ganze Woche vorher hatte ich nicht ein einziges Problem. Und ich habe, ihr habt es gesehen, also ich habe ja wirklich Einsätze gespult. So, und jetzt ist es wirklich, ich laufe auf Realist. Alle 5 Minuten hast du irgendwie. Wir werden sehen. Ich werde auch extra mal so ein bisschen hier die Geschwindigkeit hochdrehen, damit wir ein paar Einsätze kriegen. Ja, komm. Und tralala. Ich habe es im Übrigen getestet, liegt nicht an irgendwelchen Mods. Ja, das heißt, es kann ja auch immer sein, dass es daran liegt, ne? Also. Nein, das ist es definitiv nicht. So. Ja, meistens habe ich tatsächlich das Problem, wenn es darum geht, die Patienten irgendwelchen Krankenhäusern zuzuordnen, dann kommt dieser Fehler. Oder in dem Moment, wo man dann über die Tastenfunktion an einen weiteren Einsatz geht. Ja. Soweit, so gut. Ja, ansonsten, es sind so ein paar Krankenhäuser mit den ersten Aufbauten fertig geworden. Da habe ich dann schon mal bei dem einen oder dem anderen schon mal so die nächste Ausbaustufe angeschmissen. Aber noch nicht bei allen. Also da kommt wirklich jetzt noch so ein ganzer Schwung hinterher. Ja. Ansonsten ist dann auch demnächst, irgendwann in der nächsten Zeit, schon der. Die nächste Ausbaustufe beim Zoll fertig. Da müssen wir dann dementsprechend natürlich auch fahrzeugmäßig und auch Personal, nee, personaltechnisch ist schon aufgestockt, aber fahrzeugtechnisch müssen wir dann aufstocken und. Also da tut sich wirklich jetzt in den nächsten Tagen einiges. Ja. Ansonsten, ich habe jetzt wirklich noch mal so ein bisschen hin und her überlegt. Also wir haben ja immer noch diesen Punkt, es fehlen uns 2 Wachen bis zur magischen Grenze von 30 Wachen. Und es fehlen uns ja nach wie vor Fahrzeuge ohne Ende. Beziehungsweise dann dementsprechend auch noch die Rettungsschule und die Feuerwehrschule. Mein Plan wäre jetzt folgendermaßen. Die nächsten beiden Feuerwehrwachen kommen jetzt als nächstes. Damit wir die 30 erstmal voll haben und dann können wir wirklich erstmal gezielt sagen, bei 30 ist erstmal Cut und dann geht es ums Optimieren.
Weil mein Ziel ist es wirklich, so viele Fahrzeuge zu haben, dass wir bei 30 Wachen permanent eine volle Einsatzliste haben können und trotzdem genug Fahrzeuge haben. Das heißt, dass wir ja am Ende alle Wachen ausgebaut haben. Das würde auch dazu führen, dass wir die 6er-Wachen in große Wachen umwandeln müssen. Gehe ich mal ganz stark davon aus, also dass wir die Freiwilligen auch aufpushen müssen. Aber das gucken wir. Erstes Ziel ist die nächsten 2 Feuerwehrwachen, die fehlenden Rettungsschulen. Ja, also das wird erstmal so. Und dann immer so sukzessive, immer mal hier, mal da ein Fahrzeug. Und wenn wir irgendwann Platzprobleme kriegen, dann ist es halt so. Ja, ich meine, irgendwann muss man ja auch mal sehen, es gibt ja ein natürliches Cap vom Spiel. Ja, das besagt, ja, alle 30 Sekunden dann einen Einsatz. Oder alle 20. Ich weiß es gar nicht. Ja, die wurden jetzt nämlich hier gerade schon wieder nicht angezeigt. Ja, ich habe auch Anzeigefehler, wenn ich ganz ehrlich bin. Es werden die Einsätze hier nicht nachgeliefert. Teilweise springen die auch nicht um. Ja, also ich muss hier wirklich auch teilweise manuell nachladen. Also, ihr könnt mich jetzt wirklich für paranoid erklären. Und auch für einen Verschwörungstheoretiker. Aber ich bin jetzt seit Sprechwunsch. gut. Nee, ich bin jetzt seit Anfang des Monats bin ich wieder dabei. Es lief jetzt wirklich die ganze Zeit gut, nicht einen einzigen Fehler gab. Und dann auf einem Freitag kommt quasi so ein Hammer. Sorry, Leute. Das riecht für mich nicht nach irgendeinem Fehler. Das riecht für mich darum, als wenn irgendwer irgendwo einen Schalter umgelegt hat und schon mal einen Server weniger zur Verfügung gestellt hat. Danach riecht das. Ja. Aber, ne, hier haben wir's. Hier haben wir's. Serverfehler. Und das passiert halt aktuell regelmäßig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wer jetzt aktuell verantwortlich für das Spiel ist. Ob da Sebastian überhaupt noch was mit zu tun hat. Keine Ahnung, das wird ja gar nicht so wirklich kommuniziert. Es wurde ja lediglich irgendwie gesagt, von wem mehr Verstärkung ist eingetroffen. Ja, also Verstärkung wäre, wenn jemand mit ins Boot geholt wird. Nein. Die Firma, die Eigentümer vom Leitstellenspiel.de ist, die wurde verkauft. Das heißt, das Spielbesitz ist nicht mehr im Besitz von Sebastian. Das ist nicht Verstärkung, das ist Verkauf. Ob und inwieweit Sebastian überhaupt noch damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Und darüber will ich auch nicht mutmaßen. Für meinen Teil ist es aber so eine Sache, wo ich so sage, ja, abwarten. Ich bin da mehr als skeptisch. Können ja mal. Wir brauchen einiges. Dann schicken wir mal das komplette Geschwader los. Können ja mal spaßeshalber, nur mal ganz spaßeshalber, mal kurz was gucken. Ja gut, nee, die Preise sind geblieben. Ja, schon interessant. Könnte, hätte man definitiv drauf tippen können, dass da die Preise als erstes angezogen werden, ne? Weil ich meine, so eine Firma will ja auch in irgendeiner Art und Weise dann Profit aus der ganzen Geschichte schlagen. Ja. Pay to win ist möglich. Naja, was heißt Pay to win? Also, da gibt es garantiert irgendwelche Sachen, die die da im Hinterkopf haben. Ne? Solche Geschichten wie mit, weiß ich, HLS. Ingame-Währung, die kriegst du nur durch Bezahlen. Ne, so klassisch hier, so per Goldcoins oder irgendwie sowas. Sowas wird es wahrscheinlich irgendwann geben. Oh. Nee, also ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich bin da. Okay, war Friedertisch zurück.
Eigentlich so ein bisschen, wie gesagt, ich bin einen Monat zu spät. Ja, ich weiß. Ich habe mich, sag ich mal, vor Anfang des Monats gar nicht mit dem Leitspiel so weit auseinandergesetzt, wie ich ja wirklich eine Pause gemacht hatte. Aber ich persönlich finde, das ist schon echt ein ganz, Sprechwunsch. ganz harter Tobak. Und ja, ich als, also jetzt ich persönlich, jetzt nicht, also ich als User dieser Community muss ganz ehrlich sagen, Sebastian, warum hast du nicht einfach mal die Beträge für Premium einfach hochgeschraubt? Dann hättest du das Ganze nicht verkaufen müssen. Dann hättest du genug Geld gehabt und hättest hier Personal dementsprechend einstellen können. Wäre viel, viel besser gewesen. Also ich würde für Premium auch das Doppelte zahlen. Sag ich so, wie es ist. Würdest du das Dreifache zahlen? Wenn ich das Gewissen dafür hätte, da wurschtelt nicht jemand dran rum, der einfach nur profitgeil ist. Aber nun ist ja eh zu spät. Ja, gut. So, lasst uns einfach mal auf das Wesentliche hier zurückkommen. Also, wie gesagt, die zwei Feuerwehrwachen kommen. Da muss ich noch genau gucken, welche das sein werden. Also auf jeden Fall Berliner Tor. Und dann müssen wir mal gucken, entweder hier in die Richtung oder irgendwas hier oben. Hier muss ja auch irgendwo was sein. Ne? Also hier so in dem Bereich irgendwie bei, ja, da mal irgendwas muss ja hier sein, also Eilbeck, Wandsbek, so in diesem Dulzbeck, so in dem Bereich. Aber komm, eigentlich kann man schon mal so ein bisschen abgucken, ob hier vielleicht, ob wir irgendwas sehen. So auf die Schnelle. Haben wir mal ein Krankenhaus? Ran. Irgendwo wird jedoch garantiert eine Feuerwehr sein. Bestimmt. Das ist doch schon echt. Das war ganz anders. Wir gehen jetzt hier einfach mal in diese Straße rein. Hauptstraßen sind doch immer prädestiniert für Feuerwehren. Ich könnte es jetzt auch rausgoogeln, aber wir müssen eh ein bisschen Zeit überbrücken. Mein Gut, kann natürlich auch sein, dass da irgendwas nicht eingetragen ist. Ne? Das ist ja auch durchaus möglich. Ja gut, aber das ist jetzt auch schon für unsere Verhältnisse wieder viel zu weit raus. Das BWK. Ist hier nirgendwo nochmal eine, irgendwie eine Freiwillige? Ja, gut. Dann sei dem mal so. Ne, das ist auch so eine Sache. Brauchen 9, 18, zack. Sprechwunsch. Oh, wow, jetzt brauchen wir noch. Wow. So. Wow. Das mit der TLF und 11 Sabrin hätten wir sie auch eigentlich sparen können. Hey, wir haben es gemacht, wir behalten es auch weiterhin so bei, aber man hätte es sich sparen können, so im Nachhinein. Bam, badam, 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 komm, schicken wir noch einen Arzt mit. Und ein Traktorbrand. Wunderbar. Gut, läuft. Ja, kohletechnisch haben wir ein bisschen was, aber das reicht ja bei weitem noch nicht für eine Feuerwehr. Hier oben, wie gesagt, stimmt, ich hatte ja gesagt, hier oben gibt es eine Feuerwehr. Was bist du denn eigentlich?
Akabam, ach, das ist das Akabamwerk hier oben. So klein. Okay. Ist hier eine Rettungswache? Bestimmt, oder? Ja, ansonsten bauen wir wirklich hier die Barmbeker Feuerwehr, also ne, hier oben Barmbek Nord und hier Dings hier die Berliner Tor, dann hat sich das nett mal die zwei. Ja. Ja. Würde ich sagen. Gut. Hat sich das jetzt relativ in Grenzen gehalten mit den Serverfehlern, mit den Problemen. Jo. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Und ja, sag mal bis dahin. Tschüss.